E-Mobilität erleben, das konnte man in Amstetten bei der E-Mobilitätstour der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich, kurz ENO. Bei 16 Veranstaltungen in 16 Bezirken können auch in den kommenden Tagen brandneue E-PKWs und Elektrofahrräder kostenlos getestet und begutachtet werden. Es geht um Bewusstseinsbildung im Bereich der E-Mobilität. Wir wollen natürlich die Bevölkerung dafür sensibilisieren, aber auch natürlich begeistern. Deswegen kann man hier die E-Fahrzeuge auch testen und ausprobieren. Weil ich glaube, wenn man mal in so einem Auto gesessen ist und einmal eine Runde gefahren ist, dann ist einfach Begeisterung zu spüren. Wir haben, nutzen natürlich auch die Gelegenheit, all unsere Partner vorzustellen. Die Energieberatung ist vertreten, So schmeckt Niederösterreich ist hier, um auch kulinarisch zu versorgen. Also wir sind wirklich mit Rat und Tat, stehen wir zur Seite. Wir sind auch mit dem nachhaltigen Beschaffungsservice Niederösterreich heute hier, weil wenn es ein großes Interesse von Gemeindeseite gibt, dann schreiben wir zentral eben E-Fahrzeuge aus. Und da ist der jüngste Clou jetzt eben ein E-9-Sitzer-Bus, auf den die Gemeinden ja schon ganz intensiv warten, weil der natürlich auch sehr geeignet ist für Kindergarten und Schultransporte, und damit übernehmen die Gemeinden natürlich auch eine sehr große Vorbildfunktion. Zum Test inklusive bester Beratung gab es die Autos der umliegenden Autohäuser in der Region. Ja, wir haben jetzt da mal in Weiß den neuen iX3, SUV-Elektro, rein elektrisch, und nebenbei ist der i3 eh schon seit 2013 erhältlich bei uns. Das ist halt die neuere Generation schon. Wir haben heute den Mazda MX-30 mit. Voll elektrisch und ja, präsentieren den heute da. Wie ist so der Trend? Geht es in Richtung E-Mobilität oder wie schaut das aus bei den Niederösterreichern? Ja, wir merken schon, dass sehr das Interesse da ist, aber es trauen sich noch nicht alle so drüber. Was aber bei uns auch die Möglichkeit ist, dass wir eine Riesenauswahl an Hybridfahrzeugen haben. Das heißt, man konnte mit dem einsteigen und dann schaut man, wie es an taugt, und dann vielleicht wird es auch rein elektrischer. Aber sonst neugierig sind die Leute schon. Viele Besucher nutzen die Gelegenheit, sich bei den zahlreichen Infoständen, E-Bikes und Testautos durchzustöbern. Ich finde das interessant, die Veranstaltung, weil eben die Leute ein bisschen kennenlernen sollen, die Elektroautos, und voll mehr Firmen gleichzeitig am Stand sind, damit man ein wenig vergleichen kann. Und ich finde es sicher interessant, und auch sicher interessantes Thema für die Zukunft. E-Auto generell, wäre das eine Option für Sie? Natürlich, wir schauen eigentlich seit vielen Jahren schon E-Autos und fahren unsere Autos jetzt schon seit, weiß nicht, bald 10 Jahren, weil man sich denkt, irgendwann müsste es soweit sein, technologisch und vom Preis her, dass man umsteigt auf E-Autos. Weil bis auf, ich weiß nicht, 2-3 Mal im Jahr täten wir von der Reichweite her mit einem E-Auto locker auskommen. Für einen Zweitwagen ist überhaupt kein Thema, aber als Fahrzeug für weitere Strecken muss man schon sehr die Streckenführung berücksichtigen mit den Ladestationen. Wenn es um Ladestationen bei E-Bikes geht, hat sich die Firma Kerschner etwas Besonderes einfallen lassen. Wir bieten an für Gruppen an Anhänger. Da kann man bis zu 40 E-Bikes verlohnen und das wird sehr gut angenommen. Den Anhänger kann man über Nacht dann beim Hotel ausstecken. Und in der Früh sind nicht nur die Gäste frisch und ausgeschlafen, sondern auch die Rahl wieder aufgeladen und man kann seinen Radtag antreten. Apropos Laden, in Niederösterreich werden bereits seit 2015 100% der Energie aus erneuerbarer Energie erzeugt. Wir wollen das bis 2030 noch einmal verzehnfachen. Das ist durchaus möglich durch den Ausbau von Photovoltaikanlagen und auch durch die Optimierung der bestehenden Windkraftanlagen. Da sind wir dem Bund einen Schritt voraus. Also ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Aber es gibt viel zu tun, weil auch die Netzwerke der EVN sind natürlich aufzupeppen, zu optimieren, damit man diese Belastung dann auch standhält. Auch in der Stadt Amstetten macht das Thema E-Mobilität nicht Halt. Also es ist eine der Strategien Amstettens, dass wir die Leute einladen, Mobilität auszuprobieren. Das heißt, wir versuchen, sie genauso auf den Citybus zu bekommen und einmal zu testen. Aber es geht auch darum, dass wir zum Beispiel mit den E-Bikes, also vor allem mit den Lastenrädern, ein Angebot stellen, wo man sich ganz einfach und unkompliziert auf der Klimaentlasterseite ein Lastenrad ausbauen kann. Also das sind Angebote und ich glaube, das gehört dazu und das braucht es. Darum ist diese Veranstaltung so super. Wer die E-Mobilitätstour verpasst hat, kann sich trotzdem noch gerne informieren. Natürlich bei der Energie- und Umweltagentur. Wir stehen mit unseren Expertinnen und Experten gerne zur Verfügung. Für die Gemeinden ist natürlich auch unsere Förderberatung ganz interessant, aber auch die Energieberatung Niederösterreich steht hier mit Rat und Tat sehr gerne zur Seite. Weitere Infos zur E-Mobilitätstour finden Sie unter enu.at/e-mobilität-testen.